Bei Mic Drop geht's um kontroverse Themen. Genau mein Ding. Mic Drop. In dieser Spezialklinik erwarte ich mir wichtige Erkenntnisse. Bei uns geht's heute um ein echt heikles Thema, Verhütung, und zwar bei beiden Geschlechtern. Die Patienten hier sehen so aus. Hallo Loki. Keine Sorge, das wird kein Tierfilm. Aber Loki interessiert mich schon. Er hat nämlich einen Hormonchip zur Verhütung bekommen. Quasi die Pille für den Mann. Der befeuert eben das Tier mit einem Hormon, um den Testosteronspiegel zu senken. Dadurch wird die Spermienproduktion reduziert, die Hoden werden kleiner. Das klingt ja hart. Lässt sich das rückgängig machen? Die Fruchtbarkeit, die kommt, nachdem die Wirkung eben von dem Chip nachlässt. Das merkt man auch an der Reaktion des Hundes. Also die werden dann eben wieder etwas aufgedrehter. Tja, eigentlich gerecht, dass beide Geschlechter hormonell verhüten. Bei uns Menschen bleibt die Sache mit der Pille dagegen an den Frauen hängen. Pille für den Mann, wie fändet ihr das? Absolutes Go. Bitte, wir brauchen das. Ich finde das toll. Richtig, ja. Das ist eigentlich ein Skandal, dass da von der Pharmaindustrie her nichts passiert. Ja. Andererseits hätte ich es gern selber in der Hand. Ich weiß nicht, ob ich den Männern so trauen würde. Okay. Ja, das ist mal ehrlich, ne? Ja. Also selber ist die Frau. Ciao. Dabei könnte es hormonelle Verhütung für Männer längst geben. Eine Hormonspritze aus Testosteron und Progesteron wurde schon 2008 in einer Studie erprobt. Über 90% der Probanden waren zufrieden. Trotzdem hat die WHO die Studie wegen Nebenwirkungen abgebrochen. Wirkt für mich auf den ersten Blick echt übertrieben. Ich bin ans Münchner Klinikum Großhadern gefahren, um mir von einem Andrologen erklären zu lassen, um welche Nebenwirkungen es da ging. Nebenwirkungen bei testosteronähnlichen Substanzen sind zum einen Stimmungsschwankungen, Hautunreinheiten. Ein unbehandelter Brust- oder Prostatakrebs wäre wegen des hormonaktiven Einflusses auf diese Krankheit eine Kontraindikation. Das heißt, diesen Patienten könnte man das nicht ohne weiteres geben. Das gleiche gilt für Patienten, die hämatologische, also Bluterkrankungen hätten, die solche Formen annehmen kann, dass es zu Thrombosen oder Embolien kommen kann. Diese Nebenwirkungen kommen mir bekannt vor. Klingt nach der Anti-Baby-Pille. Ich bin ja gerade selber schwanger und ich könnte mir vorstellen, dass das ein guter Eisbrecher ist, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und tatsächlich haben viele Männer ganz offen mit mir geredet. Würde ich sofort nehmen, aber ich würde zuerst die Randbedingungen noch durchlesen. Den Beipackzettel anschauen. Genau. Wenn sowas wie Thrombosen, Depressionen drinsteht? Da wäre ich vorsichtig. Nein, tatsächlich nein. Tja, liebe Männer, mit diesen Nebenwirkungen leben Frauen halt schon seit Jahrzehnten. Darüber spreche ich mit Professor Thaler vom LMU-Klinikum. Und schaue bei der Gelegenheit gleich mal nach meinem Nachwuchs. Sieht alles gut aus. Zurück zur Pille. Die ist sehr sicher, sagt der Frauenarzt. Aber er kennt auch die Gefahren. So eine Thrombose in Beinen, das ist was ziemlich Unangenehmes. Das kann auch ganz schlimm werden, wenn nämlich dieses Blutgerinnsel sich losreißt und womöglich in die Lunge geht. Umso wichtiger wäre es doch, dass auch Männer stärker ihren Beitrag zur Verhütung leisten. Könnte dieser Ring die Lösung sein? Maxim Labrit verkauft ihn und schwört darauf. Er zeigt, wie das Ganze funktioniert. Der Ring verschiebt die Hoden nach oben, näher an den Körper. Dadurch werden sie wärmer und nach etwa 3 Monaten erlahmt die Spermienproduktion. Zumindest dann, wenn man den Ring täglich ca. 15 Stunden trägt. Ich nutze den Ring seit 4 Jahren und bin total zufrieden. Abgefahren. Aber wirklich massentauglich? Ich habe ja so meine Zweifel, dass viele Männer da mitmachen würden. Und Dr. Macron hat auch medizinische Bedenken. Der langfristige Schaden an den Hodenzellen ist meines Erachtens noch nicht untersucht. Das heißt, ob das wirklich wieder zu 100% so reversibel ist, wenn man mit der Behandlung aufhört, ist für mich nicht abschließend geklärt. Deswegen würde ich jetzt diese thermische Methode im Moment nicht guten Gewissens empfehlen können. Aber jetzt gibt es auch einen ganz neuen Ansatz für eine Pille, die ohne Hormone funktioniert. Was natürlich ein
einen Durchbruch darstellt, insofern, als dass es sich bei dieser Therapie um eine On-Demand-Therapie handeln würde. Das heißt, auf Knopfdruck unfruchtbar sein, auf Knopfdruck wieder fruchtbar sein. Das ist was, was es bisher nicht gab. Eine der Forscherinnen hinter der neuen Pille ist Dr. Melanie Balbach. Ich erreiche sie in den USA. Der Clou? Damit Spermien schwimmen, müssen sie von einem Protein aktiviert werden. Die neue Pille blockiert dieses Protein. Bei Mäusen funktioniert das Ganze schon sensationell. Wenn ich eine einzige Injektion quasi den Mäusen gebe, dann reicht das schon aus, um die Spermien nicht mehr schwimmen zu lassen. Und bevor wir dann richtige klinische Studien dann an Männern durchführen können, müssen wir es noch in einem zweiten Tiermodell zeigen. Angenommen, es läuft jetzt alles super gut, alles klappt. Wann kann man das denn dann in der Apotheke kaufen? So 6 bis 8 Jahre ungefähr, wenn alles gut geht. Ein paar Jahre müssen wir uns auf jeden Fall noch gedulden. Aber wie wichtig ist die Pille für den Mann? Bei Mic Drop sage ich Ihnen auch meine Meinung. Ist es nicht verrückt? Wir leben im 21. Jahrhundert und trotzdem liegt die Verantwortung für Verhütung immer noch überwiegend bei den Frauen. Ist es nicht langsam an der Zeit, dass auch Männer mehr Verantwortung in dem Bereich übernehmen? Die Wahrheit ist, dass einfach viel zu wenig geforscht wurde und vielleicht gibt es auch zu wenig Lobbyarbeit für Frauen. Ich finde es gut, dass es jetzt Forschende gibt, die das Thema vorantreiben. Wir brauchen mehr Verhütungsoptionen für Männer als nur das Kondom. Weil ganz ehrlich, Männer sind schließlich mehr als nur Zuschauer in diesem Spiel.